Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Aber noch ein paar Meilen zu, auf 40 Meilen oder sowas. Und dann haben wir die Mission geschafft. Nice. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich mir jetzt weiter rauffliege hole oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich sowas rational entscheiden soll, wenn ich absolut keine wirklichen Informationen darüber bekomme, ob das was bringt oder nicht. Ganz schwierig. Piept die ganze Zeit so. Achso. Ich glaube, es piept. Auflieger bitte vorbei. Ja. Alter, ist das hier eng. Und es geht direkt wieder mit komischer Musik weiter. So eine Musik haben wir doch bisher nicht gehört, oder? Ist mir bisher nur noch nie aufgefallen. Sehr abstrakt. Aber jetzt können wir da vorne gleich schlafen, oder? Nee, das ist nur eine Werkstatt, das ist auch kein Bett. Ah, nicht geil. Warum the first? Oder hat die gesagt, the third? Whatever. Nice. Und wir sind fast Level 36. Oh mein Gott. Verdammt, ich weiß noch gar nicht, was ich machen, wenn wir Level 36 sind. Dann haben wir das Spiel quasi durchgespielt. Das mag ich aber gar nicht. Und wir haben fast eine Mille. Mal wieder. Ich guck noch mal ganz kurz hier bei... Das da. Oh, sonst wissen es alle hier... Mehr als letztens. Letztens hatten die ja irgendwie nur so 40% gehabt oder sowas, ne? 40 oder 50 oder irgendwie so im Dreh. Ach, deswegen, weil es wieder nur der Durchschnitt der letzten 7 Tage ist, ja klar. Und wenn die von den letzten 7 Tagen nur 3 Tage genutzt wurden, weil ich sie erst seit 3 Tagen habe, dann, ja, okay. Das heißt, sie wurden eigentlich die ganze Zeit genutzt. Seitdem ich sie habe, wenn sie die... Oh, okay, der hätte sie nicht. Aber ansonsten wurden sie seitdem ich sie habe, die ganze Zeit genutzt. Ja, hier. Das ist auch so ein bisschen irreführend.
Größere Werte weisen auf eine größere Nachfrage nach einem bestimmten Aufliegertypen. Ja, aber irgendwie ist das hier bei allen Aufliegertypen. Let my baby wurde sehr viel genutzt. Schön, gucken wir mal. Aber eben hier im Fahrtenbuch ist nichts erkennbar. Ich weiß jetzt nicht. Ja gut, die hat jetzt wahrscheinlich mit dem Auflieger gefahren, aber ich habe jetzt nichts im Vergleich. Ich verstehe nicht, warum hier immer nur die letzten beiden oder die letzten drei oder die letzten paar angezeigt werden. Und nicht einfach alle. Kostet das so viel Speicherplatz, die komplette History zu haben? Das ist doch dumm. Kann man hier vielleicht irgendwas sehen? Bei Karriere? Hier gibt es ja jetzt extrem viel. Aber hier ist nichts, was man irgendwie machen kann. Kann man, also nur das hier. Aufträge, gesamte Anzahl für Firmen bedient. Wir haben nicht mal 10% aller Firmenhöfe. Ja, wir müssen bald mal was anderes fahren als Dynamit. Vor allen Dingen kommen wir immer nur zur gleichen Anlad- und Abladestelle. Die sehen alle gleich aus. Also, mal wieder ein bisschen was anderes fahren. Gute Arbeit. Ausgezeichnet. Guck, nichts los. Aber so wirklich zum Glück noch nicht gehabt, die letzten beiden hier, ne? Letztens hatte ich im privaten Spiel einmal. Aber gut, das war auch Absicht. Also, ja, egal. Wirklich. Aha. LKWs, Fahrer. Alle zur Auflieger steht ja auch gar nichts. Ein bisschen deprimierend. Ey, guck mal, wir machen schon fast 3 Millionen pro Woche. Let's go! Ja, ich glaube, wir lassen mit den Aufliegern erstmal sein, irgendwie. Blick ich da nicht durch. Frage ist, sind jetzt wieder alle privat? Ihre aktuelle Mission fahren ja noch zu Ende, ne? Zu wissen stehen sie immer noch alle drinne. Nee, halt. Nee, doch, genau. Ja. Genau, die stehen immer noch alle drinne. Okay. Ja. Ah, ich habe sie wieder alle privat und dann passt das. Da können wir selber mal wieder mit dem hier zum Beispiel wieder ein bisschen rumfahren. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Mal wieder ein bisschen mit ein paar anderen Aufliegern rumfahren. Der hier wäre schon echt geil. Garagenmanager. Los Angeles. Genau, da haben wir jetzt einen LKW. No. Ja. Gut, the question is, kaufen wir jetzt mal direkt mal noch eine Garage? Eine Million hat ja gereicht, ne? Ach, keine Ahnung. Ich hole einfach noch ein paar, für den Fall, dass es nicht reicht. Ich glaube zwar nicht, dass es nicht reicht, aber hey. Schlag hat nicht. Können wir wieder zurückzahlen. So, das heißt, Garagenhändler. Da, Garage kaufen. Wo haben wir noch nichts? Eigentlich haben wir mittlerweile echt fast überall was, ne? Bend over. Ich bin so unschlüssig. Verdammt.
Ja, ich glaube, wir kaufen erstmal die hier, die jetzt so ein bisschen am alleinstehendsten. Und dann als nächstes kaufen wir jetzt eine von hier hinten irgendwie. I don't know. So, achso, ja, hier, kaufen. Ja. So, dann gehen wir direkt zum Garagenmanager und rüsten die gleich mal auf. Da? Ja. Aufrüsten. Let's go. Schönes Lied, by the way. Hat was. Naja, komm, let's go. So, LKW-Händler. Als nächstes wollten wir wieder International kaufen, ne? Da. Was haben wir denn so? Canvas, haben wir die alten. Dann haben wir die. Dann haben wir die. Und dann haben wir die. Aber mittlerweile 5. Ah ne, wir haben letztens International gekauft. Oh, okay. Aber von Canvas haben wir also schon 25. Wow. Peterbilt. Nochmal Peterbilt. Nochmal Peterbilt. Oh, nochmal Peterbilt. Da haben wir jetzt nicht so viele. International. Haben wir aktuell am wenigsten. Ich kaufe aber trotzdem erstmal nochmal ein paar Peterbilt. LKW-Händler. Und gucken wir mal diesmal wieder nach ein bisschen einer besonderen Lackierung. Mittlerweile haben wir ja das Cash dafür. Online kaufen. Flittenkonfiguration, was haben wir denn da? Genau, wir haben bisher nur die eintönigen. Und die mit dem Hatsune-Miku-Skin drauf. Tja, wollen wir mal hier vorne Flotte kaufen? Also jetzt nicht mit der Lackierung, sondern von der Ausstattung her. Für die ganz guten Mitarbeiter. Ich meine, sind gerade mal 40.000 mehr. Ist es nicht die Welt. Preis ist auf jeden Fall machbar. Na gut. Nicht ganz, weil da brauchen wir, die haben ja jetzt auch schon den Kredit, ne? Das heißt, wir brauchen echt den Kredit. Aber würde es denn mit denen passen? Und mal 160. Das wären 800.000 bei 5 LKWs. 800.000? Selbst da fassen wir den Kredit an, ne? Okay, also das heißt, für eine volle Garage mitsamt LKWs brauchen wir auf jeden Fall mehr als 1 Million. Wow. Naja, klar, eben alleine die Garage plus Aufrüsten kostet ja schon fast 300.000. Würde mich aber schon reizen, so einen hier zu holen, ne? Würde mich dann echt ein bisschen reizen. Ein richtiger Arbeitstier. Problem ist halt hier mit der Lackierung, ne? Bei dem Chrom gibt es halt kaum Lackierungen, die dazu passen. Außer irgendwelche hellen Lackierungen, und da wüsste ich nicht, was mich da irgendwie ansprechen dürfte. Weil so extreme Farben zu Chrom. Weiß nicht, das ist dann irgendwie ein bisschen zu viel. Da ist einfach zu viel Chrom. Deswegen, also Chrom mag ich persönlich eigentlich nur so bei hellen Farben. Deswegen passt ja halt so gut zu unserem Hatsune Miku Skin, weil das ist halt weiß, so. Aber sonst gibt es halt kaum wirklich helle Skins, die gut aussehen. Naja. Ich meine, wir können mal gucken, ob irgendwas ist, was man einfärben kann. Passt du willst schon eher. Aber. Aber schauen wir mal weiter. Also der Skin doch, das ist der Skin, den wir letztens genutzt haben. Mit dem wir so schön eingefärbt haben. Oh, das hier interessiert mich gerade ein bisschen. Guck mal, so zu richtig schwarz passt es vielleicht auch.
I don't know. Das hilft ja dafür, ne? Hat auch schon was. Vielleicht ist das Blau nicht ganz so dunkel. Nee, das sieht nicht aus. Nee, da sieht Katastrophe aus. Ja, doch schon eher so. Ah. Das hat schon was. Gut, okay, dann nehmen wir doch lieber die Ausführung ohne die ganzen Chromteile dran. Und machen da denn. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Mann? 500 PS? 500 PS. 6.2. Wow, der hat bloß eine angetriebene Hinterachse. Was ist denn da los am Anakolm? Aber nehmen wir den als Vorlage. Gucken wir mal, wie stärkeren Motor. Ach, deswegen, weil der Skin ja gerade mal $5 kostet. Ja, gut. Na, jetzt komme ich doch auf 100, fast 200.000. Gott, das ist teuer. Also gräulich kann man auch machen, ne? Ich weiß zwar nicht, ob da dann die ganzen Farben dazu passen. Aber ob man doch gelb passt, dann doch eher. Schwarz. Na doch, ich glaube, wir bleiben ja schwarz. Kaufen. Da. Sieht aus wie so Hot Wheels damals. Na, Orange würde sich wahrscheinlich zu wenig abheben von Gelb und Rot. Vielleicht ein eher rosa? Rosa passt jetzt aber nicht so sehr. Was ich machen könnte, wäre mal hier sowas wie Fissieren probieren. Oh doch, das könnte man machen. Das hat so ein bisschen was so wie dieses Hellfire von Mindclone. Dürfte sich doch genug von dem Blau abheben. Ich meine, wir können jetzt sogar noch ein bisschen Richtung Türkis gehen. Ja, wobei, nein, nee, zu viel Türkis auch nicht gut. Oder wir machen einfach mal verschiedene Farben. So, so und das und den Gelb. Easy. Das sieht doch richtig zum Kotzen aus. Ja, nehmen wir. Hat was. Ich weiß nicht was, aber irgendwas hat's. Wahrscheinlich mir in den Hirn geschissen.
Oh. Arbeitsagentur. Vereinstellen. Diesmal müssen wir auf jeden Fall ein paar Frauen nehmen. Was haben wir denn so hier für Material? Nicht viel. Du hast immerhin fragile Fracht. Nee, doch, genau, fragile Fracht. Oh, Alter, der hat aber ja schöne Werte hier. Holy shit. Na komm, ich nehme auch mal. Du kriegst den ganz bunten, den türkisen. Alter, 9,5er Bewertung, let's go. So viel zur Frauenquote, die ist gerade gestorben. So, jetzt können wir hier Klartext sprechen. Ah, hier, guck mal, Fernfahrt. Das ist doch genau das, was wir wollen. Let's go. Nochmal Fernfahrt, let's go. Läuft doch bei uns. So. Hat ja zumindest hochwertig gefragt. Wahrscheinlich besser. Nehmen wir sie. Let's go. Und damit haben wir alle Plätze belegt. Let's go. Na. Ha, ja. So. Bank. Können wir zumindest 2 wieder zurückgeben. So, wir brauchen dann mal einen neuen Auftrag. Wir wollten ja mal gucken, wie das aussieht, irgendwas, was hier unten so lang geht. Aber bei meinem Glück weiß ich genau, wir sind Griffig-Terfisch. Milch. Nee, Kalium. Na, bei der Mission könnte man zumindest hier unten an der Küste langfahren. Problem ist, die Strecke hier unten an der Küste dauert relativ lange und das ist hier so eine Mission, die ganz schnell... Gut, sind alles Missionen, die ganz schnell gehen müssen. Und da ist eine rauszusuchen, die unten lang führt, das wird natürlich super hässlich. Oh, doch nicht. Aber das Problem ist halt hier nicht hier. Wenn wir unten lang fahren, aber wir riesigen Umweg. Weil wir können da unten. Das ist hier eine Straße? Ist doch gerade kaum. Also hier ist auf jeden Fall eine Straße, aber es ist halt ein ganz schöner Umweg. So. Wir haben zumindest schon mal einen Kandidat. Problem ist halt auch, ist halt relativ dringend und wir haben gerade mal 3 Stunden Reserve, also. Ist schon ein knappes Ding. Gibt es nicht mal eine Mission, die einfach schon an der Westküste lang geht? Gibt's doch ja eine. Ne. Deprimierend. Vor allem nur Dynamit, alles nur Dynamit. What the fuck? Ich suche halt wirklich etwas, was eher so hier oben beginnt und dann hier unten so aufhört. Aber die beginnen irgendwie alle mal hier oder enden hier und gehen entweder von oben nach da oder von da nach unten. Kann doch nicht wahr sein, dass hier keine Westküstenmission gibt. Hammer Nackholm. Wie konnte es nur so weit kommen? Das ist doch was. Das ist doch genau das, was wir suchen. Let's go. Wollen wir mal gucken, wo war jetzt das Ding nochmal? Prachtmarkt. Es geht von Bredding. Okay. Und wir haben 8 Stunden Reserve. Das klingt auch machbar. Das klingt doch wie ein Träumchen. Let's go. Also Schnellreise nach Redding. Let's go. Tausende Euro. Wir haben noch 4000.
Ach nee, wir müssen ja. Oh, scheiße, wir müssen ja noch schlafen, ne? Mann, alles umsonst. Ah. Ja, wir müssen unbedingt pennen. Gut, das war's dann damit. Gibt's hier eine Werkstatt oder nicht? Schlafplatz? Natürlich nicht. Ah. Gut, das ja, jetzt habe ich hier natürlich auch die ganzen. Müssen ich auch die ganzen LKWs nochmal neu kaufen. Wenn ich jetzt in den Speicherpunkt lade. Ach, das. Oh, Alter. Schon habe ich keinen Bock mehr. Gut, dann war's auch schon mal mit der Mission. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir so am besten schlafen können. Also, das hier sieht einigermaßen nah aus und das hier. Ich glaube, das ist schneller erreichbar. Stunde 26, Stunde 3, 2, ja. Nehmen wir den Schlafplatz da. Aber nächste Folge erst. Da war ein Griff ins Klo. Na ja, dann. Bis zur nächsten Folge.